Meine nächste Frage geht an den Herrn Vosshaar. Ich fand sehr spannend, was Sie gerade vorhin gesagt haben. Der Herr Streeck hat ja gerade auch schon gesagt, das Zeitablaufdatum wäre unwissenschaftlich. Sie haben auch gesagt, medizinisch ist das sehr schwierig, so ein Zeitablaufdatum. Jetzt mal eine Frage an Sie ganz konkret. Sehen Sie es für gerechtfertigt an, dass jemand, der sich mehrfach infiziert hat und sozusagen mehrfach genesen ist, dass der schlechter gestellt wird wie jemand, der mehrfach geimpft wurde? Denn das ist ja momentan der Fall. Herr Dr. Vosshaar, Sie sind angesprochen. Bitte sehr. Vielen Dank. Thomas Vosshaar, Krankenhaus Bethanien und Lungen- und Thoraxzentrum Nordrhein in Moers am Krankenhaus. Ja, die Antwort ist ganz klar, eine Schlechterstellung lässt sich überhaupt nicht begründen, weder aus der aktuellen publizierten Datenlage heraus, die partiell ja auch schon zitiert wurde, noch aus klinischer Erfahrung heraus. Ganz im Gegenteil, die klinische Erfahrung und ohne dem Experten der Immunologie da sozusagen Nachhilfeunterricht erteilen zu wollen, ist es, glaube ich, vollkommen klar, dass die natürliche Infektion via Naturalis über Nase und Rachen, darauf haben wir oft hingewiesen, auch dort vor Ort an den Schleimhäuten eine ganz besondere Immunität hinterlässt, die wohl ausgeprägter ist sogar als die, die man nach Impfung haben kann. Denn die Antikörper, von denen wir immer sprechen, sind ja vor allem im Blut aktiv. Also die Antwort ist ganz klar, es kann im Moment nicht erkannt werden, in irgendeiner Weise eine Begründung, Genesene oder gar mehrfach Genesene schlechter zu stellen als Geimpfte. Vielen Dank. Meine Frage würde auch wieder an den Herrn Dr. Vosshaar gehen. Der Herr Professor Streeck hat ja gerade von 40 Millionen Genesenen gesprochen. Jetzt sehen wir nach den aktuellen Daten vom Divi-Intensivregister, dass die Zahl der Intensivpatienten, der Covid-19-Intensivpatienten deutlich rückläufig ist, seit wir Omikron haben. Und die Frage, die sich mir stellt da an der Stelle, ist, inwieweit ist angesichts dieser Situation es sinnvoll, dass man weiterhin so einen starken Fokus auf Corona legt und auf diesen Impf- und damit Genesenenstatus weiter so einen großen Fokus legt? Oder müsste man nicht langsam mal dahin kommen zu sagen, wir fangen an, jetzt Corona wie andere Erkrankungen, die wir auch kennen, entsprechend zu behandeln und nicht ständig diesen Sonderfokus auf Corona zu legen? Herr Dr. Vosshaar, Sie sind noch mal angesprochen, also fahren Sie fort gern. Gerne. Thomas Vosshaar, Lungen- und Thoraxzentrum Nordrhein am Krankenhaus Bethanien. Vielen Dank für die Frage. Die Datenlage, und das muss man ja auch da deutlich sagen, alle wissen das, ist außerordentlich spärlich. Schon vor sehr langer Zeit haben wir gefordert, wie andere Arbeitsgruppen auch, dass wir natürlich von den insbesondere schwer erkrankten Patienten, die auf Intensivstationen versorgt werden, dass wir da den Immunstatus bekommen. Immer wieder wird so getan, als hätten wir das schon. Faktisch ist, dass wir das noch nicht haben. Und als wir zum Beispiel in unserem Zentrum erkannt haben, dass diese Daten gar nicht vorliegen und uns aufgefallen ist, dass Patienten, die geimpft und genesen sind, praktisch niemals mehr auftreten. Und dann wir auch gesehen haben, dass bei über 500 schwerstkranken, intensivpflichtigen Patienten mit Covid kein einziger dabei war, der genesen war, haben wir das von da an intensiv sozusagen auch recherchiert und haben dabei festgestellt, das ist, glaube ich, eine wichtige Aussage, weil große Daten noch nicht vorliegen bei einer nicht unbedingt repräsentativen Abfrage, dass in den meisten großen Krankenhäusern in Deutschland es genauso war, dass Menschen, die genesen waren, praktisch gar nicht mehr auf Intensivstationen auftauchen. Das Gleiche gilt jetzt für Omikron. Omikron ist sozusagen ja deshalb etwas Besonderes, weil wir diese hohe Infektiosität haben, die unserer und meiner Meinung nach nicht so bedeutsam ist, aber viel weniger Krankheitslast. Und tatsächlich ist das so, dass auf den deutschen Intensivstationen ja kaum Patienten liegen, die eine Omikron-Infektion haben und wirklich schwer krank sind. Wir sind inzwischen soweit als Lungenärzte, dass wir sagen, Omikron macht eigentlich eine völlig andere Erkrankung als das, was wir vorher unter Alpha und Delta gesehen haben. Insbesondere was diese ganz schweren, auch zum Tode führenden Lungenentzündungen angeht, das sehen wir praktisch unter Omikron gar nicht. Und insofern befinden wir uns wirklich unter allen Aspekten in einer völlig anderen Phase der Pandemie. Das heißt nicht, dass wir jetzt weniger hingucken sollten, aber der Umgang damit, glaube ich, muss jetzt ganz anders sein, als er in den ersten Phasen, in den ersten Wellen war. Vielen Dank. Ja, und danke.